So, was ich aber machen muss. Also hier oben kommt das Dings hin. Warte mal kurz. Also hier buddeln wir uns mal hoch. Hier kommt das Wasser hin. Da kommt dann also hier so eine Monsterfalle hin. Die fallen hier runter. Die können nicht, fallen aber nicht da und die fallen woanders runter. Das heißt, ich müsste mich hier irgendwie nach oben graben und da kommt das und da eine Monsterfalle bauen. Und von wo fange ich da am besten an? Ich mache das mal von hier irgendwie. Nee, weiß ich ja gar nicht, wie hoch ich das machen muss. Warte mal, dann mache ich es mal von hier wieder. Hops, und hier machen wir uns mal dahin. So, einmal straight nach oben und finden da gleich mal eine Höhle. Ich futter vorher was. Weiß gar nicht, ob das jetzt Verschwendung war oder ob das. Also hier ist eine Höhle. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für Eisen. Ach, da unten waren wir schon. Warte mal. Da waren wir schon. Irgendwie war hier ein riesen Dings. Eine riesen Höhle. Und hier geht die Höhle noch weiter. Das Eisen habe ich da mal absichtlich übersehen, weil ich es später mitnehmen kann. Da ist nochmal. Oh Gott, wieso ist da diese riesen Schlucht? Warum müssen diese Höhlen immer so riesig sein? Sag mir das mal einer. Ehrlich. Warum? Ich meine, da findet sich doch kein Mensch zurecht, ey. Jeder verläuft sich da. Ja, und das ist, glaube ich, noch eine kleine Höhle im Vergleich zu. Ach, scheiße, da drüben kommen wir nicht hin. So. Da fängt schon an. Wo bin ich jetzt reingekommen? Da hinten ist ein Creeper. Der würde uns nicht wirklich. Sag mal, ist hier noch eine Schlucht? Nee, ne? Nee. Der würde uns nicht wirklich weiterhelfen. Und wir sind hier irgendwie reingekommen. Na, ist ja wunderbar. Wir sind hier, glaube ich. Muss mal gerade gucken. Erwische ich dich von da? Nee. Du bist doch nicht so schlau, dass du da runterspringst, ne? Nee. Okay, also wenn ich hier irgendwo Erde da finde, dann waren wir da, glaube ich. Yep. So, also hier wollte ich irgendwie so ein Spawning Ground machen. Bietet sich ja an, weil da ganz viele Dinger sind, ganz viele Hohlräume schon. Muss bloß gucken, dass ich die nicht zu tief mache. Ich mache die noch ein bisschen höher. So. So, Spitzhacke ist auch gleich kaputt. So. Warte mal kurz. Ist aber scheiße hier. Also hier, wenn ich jetzt hier irgendwie den Häcksler. Häcksler nenne ich es jetzt auch schon. Na, dieses. Also hier ist der Abfluss irgendwie. Hier kommt jetzt mal Licht hin und wir brauchen eine neue Spitzhacke. So. Okay, also 1, 2, 3 breit ist das Ganze. Jetzt habe ich das mit der Fackel oben. Also 3 breit ist so ein Dings. Da kommt der Wasserfluss hin. Muss das gerade in meinem Kopf. Also da kommt der Wasserfluss hin. Von da kommt die Lava. Richtig. Hier oben muss der natürlich. Warte, gar nicht, ne? Doch hier, also von hier kommt praktisch das Wasser, das treibt die Monster da rein. Hier kommen dann Leitern ran, von da kommt die Lava, die Monster schwimmen hier rein. Können hier nicht durch, weil da kommt dann nachher nur so ein Dings hin. So, die Monster schwimmen da rein. Haben entweder die Möglichkeit, hier unten zu bleiben, was sie meistens nicht tun, oder schwimmen halt hoch in die Lava. Meistens schwimmen sie schon vorher hoch. Wie hätte ich denn das überhaupt gebaut? Ich weiß das gar nicht. Also von da, aus der Höhe kommt, glaube ich, Lava. Dann praktisch. Ja, genau so.
Kommen wir jetzt gerade nicht ran. Die fließt dann bis hier, endet dann hier über so eine Leiter. Gut, und von hier kommen dann die Mobs. Die werden dann hier irgendwie runtergespült. Also hier hingespült. So. Mach das jetzt mal ein bisschen größer. Bis zur Leiter, ne? Ja, genau. Und dann wollen die an der Leiter immer nach oben. Weil hier kommen sie ja nicht weiter. Und da natürlich dann auch nicht. Das machen wir dann mal zu. Da können wir nichts zu machen, weil ich muss da ja selber nochmal raus. Da ist der Wasserfluss für die Items. Die Monster kommen hier an, die Lava kommt von oben. Die verbrennen auch nicht, nee. Also die verbrennen schon, aber in der Lava halt sterben sie so. Dann, warte mal, dann mache ich das, glaube ich, auf der anderen Seite. Nee, komm, so. Wollte ich auf der anderen Seite noch nicht machen. Hier geht es dann irgendwie nach oben. Warte, das machen wir mal auch drei groß. Zwei hier. Okay, hier eins. Zwei. Und noch ein, drei. So, okay, also gut. Erste Spawning-Etage können wir ja dann erstmal da oben drauf machen. In, keine Ahnung, in dieser Höhe hier. Und ich werde uns jetzt hier einen Kies auf die Nase, auf den Kopf, meine ich. Also, wie spät ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß schon wieder gar nicht, wie lange ich aufnehme, weil ich jetzt hier dreimal oder zweimal unterbrochen wurde oder so. Das ist total verwirrend jetzt. So, hier kann eigentlich theoretisch die erste Spawning-Etage hin. Also den Wasserfluss wollte ich irgendwie zwei tief machen. Und zieh mal zu. Und hüpf's noch ein bisschen hoch. Praktisch der Wasserfluss wäre dann... machen wir den mal auf diese Höhe hier. So. Können die Monster auch nicht so schnell wieder raus, weil wenn ich den ein tief mache, kommen die Monster alle wieder raus. Oder nicht alle, aber teilweise halt. Ich könnte natürlich auch ein... Ja, ich mache einfach... mach den jetzt erstmal zwei tief. So. Muss wie groß sein? 8 muss er groß sein, genau. Also 8 lang, dann geht er bis hier, da fährt er runter und da kommt dann der nächste Wasserfluss. Und da drüber natürlich auch noch mehrere Etagen wollte ich dann machen, aber erstmal mache ich nur eine. Dann haben wir auch wieder Steine für unser Haus. Und natürlich auch andere Sachen, zum Beispiel, wie heißen die Dinger? Na, wie heißen die Dinger? Knochen und sowas alles. So, 1, 2, ich mache es immer so, 3, 4, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bis hier, genau so. Da höre ich schon Monster. Aber die sind nicht von unserer Falle, die noch nicht existiert. Sondern die sind von irgendwas anderem. So. Wasserlauf hier. Okay. Hier wäre dann auch noch zu. Warte mal. Mit Pflasterstein machen wir es natürlich erstmal zu. Ich war gerade ein bisschen weit vom Mikro weg. So. Weil mir auch schon wieder der Hals halb wehtut. So, das muss auch zu. Ne, das war schlecht. So. Der ist uns gerade weggefallen. Da springe ich jetzt aber nicht hinterher. So, hier kommt dann praktisch da. Und die Spawning-Etage drauf. Also da in der Höhe. Mal jetzt hier so. So. Ist natürlich schlecht, wenn es über Höhlen sind und ich den Boden mit Cobblestones auskleiden muss. Und das jetzt erstmal hier in diese Richtung. Eins, zwei. Schlucht. Da nicht runterfallen. Da auch nicht. Oh Gott. Shift.
Hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Höhenangst. Also auch im RL, also jeder Mensch hat ja von irgendwas Angst. Also ich hab Angst vor Höhen, vor ja. Also was ich auch nicht gucken sollte, sind so Horrorfilme. Jetzt habe ich wegen Final Fantasy, wollte ich gerade Final Fantasy sagen, ist kein Horrorfilm, oder? Nee. Wie heißt der andere? Final Destination 5. Da kriegst du ja auch Angst, ey. So. Hier kommt. Nee, gar nicht. Da kommt gar nicht zu, ne? Nee. Da geht's ja auch weiter höher. Da hinten kann aber zu, theoretisch. So, hier wäre jetzt irgendwie so. Ich glaube, mit einer Diamantspitzhacke würde das natürlich deutlich schneller gehen. Aber haben wir ja nicht. Weil wir noch keine Diamanten haben. Können wir uns natürlich auch noch holen. Aus der Höhle irgendwo unten. So, hier ist jetzt erstmal das. Ich muss das gleiche natürlich auf der anderen Seite auch noch bauen. Muss ich mich natürlich einmal rübergraben und mal gucken, wo das ist. Wenn ich jetzt hier runterspringe, ist das schlecht, weil dann kriege ich Fallschaden. Ich mach mal so. So. Okay. Das ist hier ein vom Ende. Von hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist genau richtig. Und von hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau bis hier so. Müssen jetzt wieder zurückgehen und hier weg, da weg. Die Fackel machen wir mal hier auf dem Boden. Da müssen wir nämlich gleich weghauen. So. Und dann kann ich euch ja mal zeigen, wie so eine Monsterfalle geht. Auch wenn ihr es wahrscheinlich schon sowieso wisst. Aber wir sind eh noch nicht. Schaufel, so, wir sind eh noch nicht lange nicht fertig mit der Monsterfalle. So. Wie weit ging denn das jetzt da? Moment, das ging jetzt 1, 1, 2, 3, 4, 5 rein. Genau, so. Gut. Wir sind schon bei 2, 3, 4. Stein. 5. Er hat Stein, Schalos. Dieses Uri Geller, das fand ich auch sehr seltsam. Ja, natürlich. Die schicken da ihre Botschaften. Was war das? Haben die da irgendwie Botschaften ins All geschickt? Und dann haben sie erwartet, dass da wer antwortet. Von den Aliens. Ist klar. Ja. Vor allem noch innerhalb der Show. Ja. Ja, die Fernsehsatelliten sind irgendwie in der Höhe von 36.000 Kilometern auf dieser geostationären Bahn. Also, dass die praktisch sich genauso schnell um die Erde kreisen, wie die Erde sich dreht. Etwa genau, also nicht etwa genau, sondern so etwa 24 Stunden. Sind nicht genau 24 Stunden. Also, hier waren es, warte mal, hier waren es 1, 2 und dann geht's hoch. Genau, so. Und wie weit geht's hoch? Hoch geht's dann nochmal. 1, 2, 3, 4 und dann kommt der. Okay. Gut, hier geht's dann also hoch. 1, 2, 3, 4 und. Nee, jetzt muss ich erstmal hier rausputteln. So. Machen wir mal so. Mal sehen, was uns da erwartet. Wahrscheinlich fließt uns Lava auf den Kopf. Nee. Ich weiß auch nicht, wie ich hier dran Spaß haben kann. Das ist ja langweilig. Aber wenigstens brauche ich Spitzhacken. So. Das bringt uns nicht viel, wenn ich die Spitzhacken verbrauche. Ich mache erstmal nur ein bisschen. So eine ganz kleine Monsterfalle. Mal sehen. So, hier kramen wir uns auch mal ein bisschen hoch. 1, 2, 3, 4. Diese Höhe kommt dann also. Ja, genau auf diese Höhe kommt das. Genau, da ist auch schon Kohle. Die muss natürlich auch weg. Die dauert natürlich auch noch länger abzubauen. Das ist dann auch ein bisschen deprimierend. Aber immerhin kriegen wir dann Kohle, ne? Ist ja auch was. So, hier muss natürlich auch noch weg. Muss weg. Weil da oben hin wollen wir natürlich. Und wollen uns dann rübergraben zum anderen Dings. Mal gucken, ob wir es richtig gebaut haben, dann, ob ich zählen kann. So. So.
Was mache ich denn? So. Ich habe wieder viel zu viele Fackeln gebaut, glaube ich auch. Mal sehen, ob wir hier runterfallen. Ach, scheiße. Shift W. So. So. Rüber, rüber, rüber. Ich glaube, die sind richtig. In der richtigen Höhe, genau so. Hier kommt die Spawning-Etage hin. Wo die Monster denn eigentlich hier denn irgendwie reinlaufen. Ne? So. Dann kann man natürlich beliebig viele Spawning-Etagen machen. Wie groß mache ich denn das hier? Warte mal. Das kann eigentlich auch weg. So, das sind nur die Begrenzungen davon. Da hinten ist schon ein Monster. Ich müsste mir einen Bogen machen, sonst werde ich da noch runtergeschossen. Habe ich denn Pfeile? Hab ich Pfeile? Ich weiß es nicht. Das mal erstmal so. Will ja auch nicht unten landen. Warte mal, so. Diese Schluchten immer, ey. Die machen das Bauen ja auch nicht einfacher. Dachte mir, ich kriege hier Cobblestones ohne Ende, aber ich verbaue die ja schon wieder für den Boden. So. So. Wie groß mache ich denn das in diese Richtung? Weiß ich nicht. Nicht allzu groß, weil hier kann ich ja. Kann ich da? Warte mal, kann ich da? Könnte ich theoretisch auch so einen Wasserlauf machen. Ja, ich mache mal in diese Richtung auch so einen Wasserlauf. Dann kann ich das natürlich wieder abreißen, was ich hier alles hingebaut habe. Ja, so ist das Leben. So, hier kann ich dann wieder zubauen. So. Da hoch. Da will ich nicht runterfallen. Will ja auch überhaupt gar nicht sein eigentlich. Aber es ist ja alles nicht mein freier Wille hier, ne? So. Hier ist der Wasserlauf. Der geht in beide Richtungen. Da geht er. Acht. Hier sind wir immer schon 3, 4. Gleich kommt bestimmt wieder die Schlucht. 5, 6, 7, 8. Ist hier? 8, warte mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau bis hier. Ist das? So. So, da hoch und hier. Weiß gar nicht, wie groß ich das überhaupt bauen soll. Oh Gott, das war aber jetzt aber Glück. So, hops, hops. Hops. Ich muss aufpassen, ich muss vorsichtiger sein. Jetzt falle ich hier irgendwie in die tiefsten Tiefen der tiefen, tiefen Welt. Also drei breit auf der Seite lohnt natürlich nicht, das ist ein bisschen klein. Muss schon ein bisschen größer sein. So, wie viel Stein habe ich denn jetzt schon wieder? 1, 2, 3, 4. 4, na, fast 5 Stacks. Und einiges an Spitzhacken schon wieder verbraucht. So, hier ist Schluss mit dem. Hier würde ich sagen, wir machen das einfach 6 breit. Oh, er hat 6 gesagt. Ja, ich habe 6 gesagt, nicht 6. Margot, warum baust du jetzt so lange? Ich will, dass du was anderes machst. Ja, so ist das halt. Ja, es ist langweilig. Du bist voll RW. Mann.